Also ich bin Bauingenieur, habe Bauingenieurwesen studiert an der TU Graz und bin leidenschaftlicher Musiker und habe während dem Studium mich spezialisiert oder vertieft im konstruktiven Hochbau. Und dort ist ein Teilbereich die Bauphysik. Und zur Bauphysik gehört neben dem Schallschutz und der thermischen Bauphysik auch die Raumakustik. Und die Raumakustik ist so für mich die Verbindung oder der gemeinsame Nenner von Bauingenieurwesen und Musik. Das heißt, der Konstruktivingenieurbau im Bereich Stahlbau, Betonbau, aber auch in der Bauwirtschaft werden unsere Abgänger gesucht, im Bereich Holzbau zum Beispiel, im Bereich Infrastruktur. Es ist eine große Zielsetzung unseres Studiums, die Bauingenieure wirklich breit auszubilden, sodass sie überall im Bauingenieurwesen arbeiten können. Es gibt Nachwuchs im Bereich Akustik. Im Bereich Raumakustik ist es leider so, dass die Projekte, die in Österreich realisiert werden, nicht so groß an der Zahl sind. Also da wäre wichtig, internationale Projekte zu bekommen oder ranzukommen an internationale Projekte. Also im speziellen Bereich Raumakustik selbst ist die Nachfrage an Arbeitsstellen größer als das, was wir ihnen zum Beispiel bieten können. Was aber wichtig ist, wäre die Kombination mit der Bauphysik. Thermische Bauphysik, Schallschutz, Lärmgutachten, da tut sich etwas mehr und da ist auch entsprechend Bedarf. Also ich denke, dass man auf der Universität ein sehr breites Spektrum an Wissen vermittelt bekommt, aber dadurch sehr gut vorbereitet ist, vor allem dahingehend, wenn man in einen Betrieb einsteigt, hat man es meistens mit einem speziellen Bereich in der Baubranche zu tun und da muss man sich dann sowieso noch tiefer einarbeiten. Überall dort, wo man etwas dafür bekommt, also auch honoriert, etwas honoriert wird, hat man entsprechende Verantwortung gegenüber seinem Kunden. Wir als Ziviltechniker haben natürlich eine besondere Verantwortung, weil wir ja auch den Adler tragen dürfen.